So, auch diese Nuss wäre geknackt. Das ist der DB605DC. Und zwar, der Trick ist, oder beziehungsweise so wie ich es gemacht habe, ist ab 11.200 Metern oder ab 11.000 Metern die Steigrate muss wirklich exakt sein. Und zwar zwischen 2 und 3 Metern pro Sekunde. Kann auch zwischendurch mal runterfallen oder auf 0 gehen. Ist ne, passiert. Aber so an für sich die Steigrate von 3 Metern pro Sekunde auf gar keinen Fall überschreiten. Das ist mir halt so aufgefallen. Das muss genau im richtigen Verhältnis zueinander sitzen, halt zwischen Steigrate und Geschwindigkeit der Maschine. Und dann funktioniert das mit dem DC auch sehr, sehr gut. Die Maschine steigt und steigt und steigt und steigt. Also hier von den Settings her, man sieht es ja an den Bordinstrumenten. Ich bin jetzt bei 2600 Umdrehungen. Sprit ist fast komplett rausgeflogen. Also die Maschine ist sehr leicht jetzt gerade. Man sieht auch nachher, sieht man auch, dass die Tankuhr da wieder angeht und so. Also es ist nichts mehr drin. Deswegen habe ich dann auch zum Schluss, ich habe noch einen kleinen Flug gemacht, also noch so ein bisschen auf Höhe geblieben mit dem DC und musste dann aber abbrechen, weil kein Sprit mehr im Tank war. So, wir haben wie gesagt immer diese 2 bis 3 Meter pro Sekunde an Steigleistung und 2600 Umdrehungen haben wir jetzt hier gerade bei der Maschine. Sind auf 11.800 Metern in Richtung 12.000. Also ich meine, beim DC ist die Dienstgipfelhöhe, meine ich, 12.300 Meter, wenn mich nicht alles irrt. Also etwas weniger als beim DB. Der DB war ja, glaube ich, auf 12.5 oder so nivelliert oder ausgegeben für 12.5. So, dann immer mit der Trimmung und mit dem Pitch die Geschwindigkeit auf 2600 Umdrehungen gehalten und mit der Trimmung dann halt, also schwanzlastig getrimmt, dann immer geguckt, dass ich zwischen 2 und 3 Metern pro Sekunde konstant geflogen bin. Das zieht sich natürlich logischerweise von 11.000 Metern, also ist das schon 20 Minuten unterwegs so, bis man dann da oben ist. So, jetzt geht er hier auch auf 0 dann runter, sieht man ja auch sehr schön. Ich habe auch irgendwann mal mit 2800 Umdrehungen arbeiten müssen, weil die Maschine zu stark gesunken ist. Zwischendurch irgendwann mal, also hier, da geht es genau, 2,7, 2,8, sowas um den Dreh. Da musste ich dann nochmal kurz aufholen, aber es geht eigentlich in der ganzen Zeit mit 2600 Umdrehungen. 30 Minuten wäre da der Wert. 30 Minuten würde der Motor durchhalten. Ah, Spritlampe geht an, seht ihr ja. Da ist schon nichts mehr drin im Tank. Das heißt, die Maschine ist auch sehr leicht gerade. Ne? Da ist jetzt nicht mehr viel Gewicht drin. Ja, und das funktioniert. 12.200 Meter habe ich gemacht. Nicht genau 12.3, aber ist da auch für mich jetzt echt uninteressant. So, es ging einfach nur darum, den Motor darauf zu kriegen. Und der Schlüssel ist halt echt die Steigrate. Das ist das Ding. Man muss also wirklich gucken, dass man genau in diesen Settings fliegt. Zwischen Geschwindigkeit und Steigrate, Umdrehung pro Minute und das wirklich konstant hält über die Trimmung und dann geht das. Also das ist echt so cool gewesen, es hat so einen Spaß gemacht, also es war echt richtig, richtig abgefahren, jetzt auch mit dem DB, genauso wie mit dem DC jetzt hier, die Maschine auf diese Höhe zu bringen, auch das Fliegen da oben finde ich auch total abgefahren. Auch wenn ich in den vorigen Teilen gesagt habe, so schwammig oder so, also schwammig nicht im Sinne von negativ, sondern irgendwie hat man schon so das Gefühl, dass man in sehr hohen Luftlagen ist, dass da nicht mehr so viel an Luftstrom ist und so. Also es ist cool. Es ist wirklich cool. Es hat voll Spaß gemacht. Ja, großes Lob an 1C. Ihr habt mir echt ein paar sehr schöne Tage verpasst. So, und ich bin dann aber auch mal wieder weg von der K4. Und der nächste Movie wird über den Pfalzjäger gehen. Und zwar die Pfalz 12. Was auch eine sehr interessante Maschine ist. Also, ja. Ja, im nächsten Movie mehr. So, tschüss.